What's up, Happy, willkommen zu, mal wieder, nach ewig viel langer Zeit, einem Video auf Badrigo. Böse, ehemals Trigger Gaming, jetzt Badrigo. Let's go. Vorab. Ja, ich habe einen neuen Kanalnamen. Hat mehrere Gründe, sind jetzt keine arg großen Gründe, wenn ihr jetzt groß reden müsste, aber wenn es Fragen gibt, könnt ihr natürlich auch gerne in den Kommentaren stellen, auf Twitter, whatever. Man weiß, wie man mich, man kann mich da gut, auch über Discord theoretisch, also, ja. Auf jeden Fall, wir haben nach 3 Monaten wieder ein Video und es ist eine Kadervorstellung für die KDL, ja, in der ich teilnehme, vom guten, ich glaube, die wird hauptsächlich oder nur von Herbie geleitet. Falls ich gerade Scheiße laber, laber ich Scheiße. Passiert. Ja, und ich habe, da war ja Jarf jetzt vor ein paar Tagen. Jetzt kommt die Kadervorstellung. Wenn ich diese Kadervorstellung aufnehme, habe ich den ersten Kampf plus das erste Teaming schon aufgenommen. Also falls sich irgendwas wiederholt, jetzt vor allem im Teambuilding, glaube ich, wiederholen sich ein paar Sachen. Deswegen seht mir das, seht da vielleicht ein bisschen von ab, also es kann eigentlich da aussehen, ein paar Sachen mehrfach angesprochen habt im Endeffekt. Warum kam jetzt so lange nichts? Ich habe ein bisschen eine Pause gebraucht. Ich bin jetzt keiner, der jetzt groß häufig hochlädt, ich weiß, ich bin auch kein groß aktiver auf YouTube, ich weiß. Mir hat aber dadurch, dass ich aktuell die Arbeit ziemlich fertig mache, dadurch, dass ich eben, das habe ich da auch schon mal drüber geredet, ich bin mir nicht ganz sicher. Also wie gesagt, Arbeit macht mich ein bisschen fertig, hab da eben, also, damit wir das Thema abgeschossen haben. Ich verliere durch meine Arbeit die Motivation, irgendwie mal Freizeit groß produktiv zu werden. Was schlicht daran liegt, dass mir meine Arbeit keinen Bock mehr macht und ich jetzt noch ein halbes Jahr durchziehen muss. Mich dafür jedes Mal motivieren muss und dann quasi komplett kraftlos schlapp nach Hause kommen und dann keinen Bock habe, mich noch an den PC zu hocken und Videos zu machen. Das ist kacke für mich, für euch, whatever. Ich probiere auch wieder aktiver zu werden, aber ich kann nichts versprechen. Also ich will es auch probieren, hier für jeden Kampf ein Teambuilding zu machen, auch ein großes Teambuilding. Also das erste Teambuilding dauert jetzt eine halbe Stunde, gönnt euch. Aber ich will nichts versprechen. Ich will absolut nichts versprechen. Videos kommen, wenn sie kommen. Und da hilft mir sich bei diesem Motivationsding, hilft mir auch immer gut, wenn ich was habe mit einem klaren Upload-Rhythmus. Weil ich dann eben weiß, ja, okay, heute muss ich hochladen, das Ding muss heute fertig sein. Da kriegt der Stress bei mir immer ein bisschen, ja, okay, das muss heute noch fertig werden, wenn ich bis 2 Uhr nachts so am PC hocke und morgen arbeiten muss, das Ding ist aber fertig. Ja, noch was, was ich ansprechen wollte, ich glaube nicht. Also wie gesagt, ich bin in der KDL dabei, ich habe Bock drauf. Das Logo, dicke Props an den guten Rudelrocker, an René, der mir da ein geiles Team zusammengebastelt hat. Falls ihr die Anlehnung nicht versteht, es ist an das Album Sempiternal von Bring Me The Horizon angelehnt, als mein absolutes Lieblingsalbum auf All Time. Und den Ausruf aus dem Song Shadow Moses, This is Sempiternal. Deswegen heißt das Team, das ist Serpiternal, weil da ist ein Serpi Royal drauf. Hey, ja, ich würde sagen, wir fangen mit der Kadervorstellung an. Und zur KDL, falls ihr die KDL nicht kennt, KDL ist eine Liga, in der, also die ist vom Draft-System relativ ähnlich zum UDT, aber mit Ubers. Das seht ihr jetzt hier schon. Ihr seht ein Uber hier. Folglich kann man hier auch ein Uber draften, wie man sich vielleicht schon denken kann. Ja. Sonst ist sie relativ ähnlich, wenn man auch wieder ein Gigatier, was ich ganz cool finde, weil ich eigentlich mal Giga ein ziemlich interessantes und lustiges Feature finde. Ja, und jetzt sehe ich euch mal, was ich so gedraftet habe und was der Plan dahinter war. So, natürlich habe ich mir viel Gedanken um meinen First Pick gemacht, weil ich Second Pick in der ersten Runde war. Also natürlich relativ früh dran.
Ja, und es stand für mich zwei Monster zur Auswahl, die ich gern gehabt hätte. Nummer 1 war das Mal, was ich genommen habe. Nummer 2 war Lunala, was ich meiner Gen 7 Draftliga hatte, in der U-Bahn Draftliga. Wo mir das Ding unfassbar gut gefallen hat, weil die Fähigkeit einfach gut ist. Guter Speed, guter Spitzentech-Wert. Aber ich wollte was anderes haben. Und zwar wollte ich eins meiner absoluten Lieblingsmons draften. Ein Mon, was sich über alle, Top 10 müsste bei mir auf jeden Fall sein. Mein Lieblingsmon, und zwar das wunderbare Iveltal. Da haben wir den stärksten Knock im Spiel ins Team gedraftet. Hey. Ja, also wie gesagt, ich hätte Bock auf den. Der ist vom allgemeinen Skillset ziemlich geil. Allein schon eben durch den Dark-Type hat er eben Zugriff auf eben einen Knock-Off, auf einen Sucker-Punch. Die auch jeweils von Dark-Aura und vom Step geboostet werden. Also der macht richtig guten Schaden. Wie gesagt, auch der beste Knock-Off im Spiel, soweit ich weiß. Das war eigentlich schon ein Grund, warum ich den eigentlich gern haben wollte. Zusätzlich, ich mag den eben unfassbar gerne. Und wie auch schon gesagt, das Skillset ist einfach ziemlich cool, was er so mitbringt. Also der Knockoff, der Oblivion Wing, also ein Special Move, der 75% des gedealten Schadens einfach healt. Das ist strong. Bringt mir mit U-Turn ein bisschen Momentum mit. Bringt mit Tailwind noch ein bisschen Support mit fürs Team. Kann mal defoggen, wenn es unbedingt sein muss, aber ich unbedingt mit dem Mann defoggen will. Gute Coverage auch immer, sowas wie Focus Blast, Heat Wave, Stone Edge kann der. Nee, wait, Rock Slide kann der auch, Stone Edge kann er leider nicht. Und ich würde sagen, wir haben einen relativ coolen ersten Pick für das Team. Zumindest finde ich den eigentlich ziemlich cool. Und ja, das war mein erster Pick. Weiter geht's dann im Tier 2. Ich wollte einen Boogie Water Type haben, relativ früh. Und ich wollte einen guten Pivot haben. Jetzt kann man natürlich sagen: Hey, machen wir es wie im UET und uns einfach Rotom Wash. Weil ich habe auch Rotom Wash, weil ich den erst hatte. Warte ich dann weitere Überlegungen, was holt man sich dann? Hier inzwischen zwei Mons, die man beide sehr gut kennt, die beide auch wieder gedraftet wurden eben. Weil ich eins davon auch gedraftet habe und das andere wurde auch gedraftet. Wallop Psychic, wir haben hier Slowking. Und man weiß, was man von Slowking bekommt. Man bekommt Regenerator, man bekommt einen Teleport, man bekommt einen Bulky Water, der speziell unfassbar viel wegtanken kann, der viel Utility mitbringt, der gutes Momentum ins Team reinbringt, der allgemein sehr viel Arbeit fürs Team machen kann, und deswegen wollte ich ihn unbedingt haben. Der ist einfach ultra nice und kann ja wahrscheinlich sehr viel leisten für das richtige Team. Eben auch sehr variabel, auch wenn wahrscheinlich nur so um die 4-5 Moves auf dem wirklich sehen wird. Also Scald, Teleport, ein, zwei andere Sachen noch. Das sind wahrscheinlich so die Sachen, die man hauptsächlich auf dem sehen wird. Zusätzlich ergänzt er sich auch echt ganz cool mit ihm. Nicht groß, also ein bisschen mit die Welt, halt nicht arg, aber ein bisschen halt. Zum Beispiel, dass halt die Geist und die Fernsehschwäche von die Welt abgefangen werden, und das schon gegen dann halt so Sachen wie die Ice-Types, wenn sie keinen Freeze-Dry haben. Ja, wie so ein bisschen. Die ergänzen sich auch eigentlich ganz cool in der Richtung, dass ich eben, dass er eben eins davon hart offensiv ist, das andere ist halt bulky, pivot, whatever. Ja, sonst nicht so arg, aber. Man kommt schon hin. So, next one ist mein Tier 3, mein erstes. Also, ich habe noch im Freeland gedraftet. Kann ich schon mal vorgreifen. So, und ich wollte einen Poison haben, weil ich Angst vor Fairies hatte. Wenn ich vor allem mit die Welt herumlaufe, wollte ich was haben, mit dem ich Fairies zuverlässig rausnehmen kann. Ich wollte was haben, was Utility mitbringt. Ich wollte noch ein bisschen Momentum im Kader haben. Ihr wisst ja, ich spiele am liebsten mit 12 Mons mit Momentum im Kader. Einfach weil es schön ist, so zu spielen. Und da ist dann meine Wahl auf das wunderbare X-Bad gefallen. Schön schnell. Kann auch mal gut Bulky spielen. Also der hat mit. Was hat denn der an Defensivwerten? 85, 80, 80 ist es nicht schlecht. Also,
ist jetzt vielleicht auch nicht der beste Bulk, aber wenn man mal Bulk braucht und um was Spezifisches mit ihm abfangen muss, macht er das gut. Also, das sind jetzt keine schlechten Defensivwerte, mit quasi 80-80-80. Eben dann Utility, U-Turn, Tailwind, einen Defog bringt er auch mit. Kann auch mal mit Nasty-Plot irgendwie mal arbeiten. Superfang und sowas ist auch mal praktisch. Toxic mit 100% Treffergenauigkeit. Der bringt so, echt viel mit, was dem Kader einfach gut tun kann. Und deswegen wollte ich den haben fürs Tier 3. Ja. Weiter geht's dann im Free-Tier mit Gyarados. Und da ist ein bisschen problematisch. Ich wollte einen Mon haben, mit dem ich selbst sehr gut umgehen kann. Also ich habe mit dem schon sehr viel gespielt, weiß auch, wie der funktioniert, weiß, was der kann, weiß, was der nicht kann. Ich wollte eben Mon haben, was ich auf viele verschiedene Arten spielen kann. Und der eben variabel, mit dem ich auf variabel auf viele Sachen reagieren kann. Problematisch ist dann halt das Typing. Weil man sieht gerade schon, der Kamelikar ist aktuell Electric Weak, der Kamelikar ist aktuell Freestyle Weak. Und es ist eigentlich ein bisschen schwierig. Weil man eben so. Man soll ja eigentlich keinen Kader haben, den ein Typ komplett schwach ist, logischerweise. Deswegen ist es ein bisschen blöd mit Gyarados gelaufen. Ich habe da quasi einen Slot weggenommen, den ich irgendwie anders hätte besetzen können. Habe ich zu spät gemerkt. Ich hab den Pick erst eine Minute nach Pick bereut. Wirklich. Dennoch glaube ich, dass der auch gut was fürs Team leisten kann, dass der ein gutes Teammitglied sein kann. Im Endeffekt hätte ich vielleicht was besser draften können, aber ist jetzt halt so gelaufen und machst du nix. Das ist trotzdem echt ganz cool. Man kann ihn Bulky spielen, er hat gutes Setup mit Dragon Dance, hat auch mit Intimidate und Moxie zwei überragende Fähigkeiten. Auch mit Dragon Tail, T-Wave und sowas kann man auch ein bisschen Support fahren, ein bisschen Annoying, ein bisschen Pseudo-Hazen, whatever. Und damit kann er eigentlich zu den Team immer noch relativ viel beitragen. So, weiter gehen wir im Gigatier. Und da mir Pokus dann gut gefallen hat, nehmen wir sie dann drin. Effektiv ein relativ ähnliches Mon, nur langsamer und mit mehr Böllerkraft da vorne. Gleicher Movepool gefühlt, also der kann auch Giga Drain, kann auch Mystic Fire und Psych und Fairy Moves spammen. Der ist im Trick Room aber besser, was dem Team auch gut gefallen kann, weil wir haben mit Slowking einen guten Setter. Und mit Slimbrim eben einen guten Abnehmer für Trick Room. Ich darf leider auf Slimbrim das Bizarro Service nicht spielen, weil das quasi als Boosting gilt. Schade, aber der hat 29 Speed, ist eh langsamer als alles gefühlt auf dem Feld. Von dem her eigentlich das größte Problem. Dann hat er eben riesige Böllerkraft, hat 136 Spezi-Tag. Wie gesagt, auch schon einen relativ großen Movepool. Und wenn da kein Heat im gegnerischen Team steht, dann trifft man ja auch alles, was man will, normal effektiv. Also, das Heat würde ich so der beste Switch entgegen und den kriegst du schon irgendwie auch anders weg. So, next one war dann ein Mon, was ich haben wollte für die Electric Moves vom Gegner, dass ich die ein bisschen abfangen kann. Heißt, natürlich war ein geplanter Electric Type. Was will ich für einen Electric Type haben? Ich will Volt Switch haben, ich will Tempo haben, ich will okay bis gute Coverage haben und alles kommt zusammen in Raikou. Richtig guter Movebook, 115 Spezi-Attack und Speed. Damit sehr schnell unterwegs, sehr stark unterwegs. Schließt auch ein bisschen schon die Speedlücke nach unten von X-Bad aus. Also aktuell wäre ja die Speedgap bei 130 zu 99 gewesen. Ist bei 130 bis 115 dann zu 99. Da muss was dazwischen kommen, aber wir sind immer schon mal so weit, dass man nicht komplett kollabiert, wenn da irgendwas im 110-120er Bereich rumrennt. Man hat eben, wie gesagt, einen Volt Switch, einen schnellen Volt Switch auch, also auch viele verschiedene Arten von Momentum, was man reinbekommt. Natürlich auch Patrick-typisch, wie vorhin schon gesagt, ich habe ja aktuell von 6 Mons 4 mit Momentum. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Und dem gefällt auch das Team bisher ganz gut, weil wir haben ja gute Ground Immunities, wir haben hier
gute Grounds halt. Man hat auch die Möglichkeit, um hier Grass-Types wegzubekommen, die den Aura resisten. Für die Electrics kommt später noch was. Relativ gutes Morgen gegen Electrics. Also wenn ich Lando, weil ich Lando nicht draften konnte, weil Electric gedraftet wurde. Ich war tatsächlich kurz davor, einfach wieder Lando zu first picken, weil er einfach gut ist. Ich habe ja schon oft genug gesagt, ich liebe den über alles, das ist eines der besten Draft-Liga-Mons, die existieren. Lando ist cool, aber ging am Ende nicht, weil ich die Weltteil first picken wollte. Und dann klappt Lando auch in der ersten Runde direkt weg. Anyway, Lando wurde tatsächlich gebannt. Man hat, in der KDL ist es so, dass jeder Spieler einen Mon bannen kann. Ja, im Endeffekt war Lando halt gebannt. Also, ich durfte kein Lando picken, aber es soll auch niemand anders picken. Von dem her ist okay. So, Raikou ist dann, glaube ich, alles gesagt. Wir machen weiter im Free mit Klefki. Und der ergänzt sich sehr gut mit dem bisherigen Gedraften. Wir haben zwar nochmal einen Fairy-Type, ist okay, aber was wir haben, sind Hazards, die wir noch nicht haben. Wir haben Screens für Setup von Gardos, von Raikou, von für den darf ich nicht, aber Ivalter kann sich auch setupen mit hohen Claws, der gute Move. Also wir haben ja Möglichkeit auf Setup. Wir haben hier ein bisschen ein neuer Faktor mit T-Wave, Toxic, whatever. Wir haben den Defogger. Wir haben hier allgemein den perfekten Supporter für das Team, der sich auch typenmäßig sehr gut ergänzt. Weil der hat zwei Weaknesses mit Feuer und Boden, die werden von einem von Gardas schon komplett rausgenommen. Lasher King, X-Bart und Ivalter tun sie früher noch ihr Übriges. Der ist quasi wirklich, ich finde es natürlich dumm, das so zu sagen bei dem Mon, aber es ist wirklich so ein Schlüsselmon, was man da richtig, was da perfekt reingepasst hat. Wie Schlüssel in ein Schloss, hat perfekt gepasst. Und ja. Ja, der hat, der war eben dann hier wirklich so die Weapon of Choice für das, fürs Team. Und glaube ich auch der beste Pick, den ich mir machen konnte. Ja. So, der nächste Pick sollte ursprünglich eigentlich Capoeira werden. Sollte. Als dann ein Mon von mir weggedraftet wurde, oder zwei Mons. Scheiße gelaufen. Jetzt brauche ich einen Spinner, einen Fighting und noch ein paar andere Mons. Ursprünglich war zu diesem Zeitpunkt übrigens geplant Tier 4 Capoeira, Tier 4 Monte, Tier 4 Inferno Pot und Tier 4 Amagaga, Tier 5 Amagaga. Also im Free Tier Amagaga. Er muss ich natürlich um das spinnen, weil die beiden Spinner, vor allem die es noch gibt, waren Tier 3 und Tier 5 mit Kikli und Hitmonchan. Da aber das ganze teilmäßig nicht ganz aufgeht, wenn ich jetzt ein Tier 5 Hitmonchan hole, muss ich umplanen. Habe jetzt vorerst mal das Mon genommen, was ich quasi als vollstes nehmen wollte ursprünglich, und das ist Chimsticks. Ich will mir da ein bisschen die Planungsfreiheit holen, da ich noch ein bisschen länger schauen konnte. Da ich den Pick, den ich haben wollte, schon mal fest habe. Ich denke kurz was. Der Hals wird immer so trocken bei sowas. Und irgendwann verhindert sich auch noch die Zunge. Nicht gut. Ja, Chimsticks lässt sich auch mit dem Team noch relativ gut ergänzt. Bringt Grassy Terrain mit, was Lashoking sehr gut gefällt. Außer natürlich, dass die Grass Moves stärker werden, aber eben dem gefällt Recovery auch. Es gefällt Klefki auch sehr gut, sondern nur noch eine Weakness. Das gefällt Raikou gut, weil der kann zwar keinen Terrain-Puls, wie ich vorhin gelernt habe, aber der kann natürlich dann auch mal besser in Boden-Moves drin bleiben und in der Scald Revenge oder sowas. Slembrim in der Giga gefällt es auch ganz gut, auch wenn er es selbst rausbringen kann. Aber allgemein, bisschen Terrain-Support zu haben ist immer gut. Einen relativ coolen Terrain-Support zu haben mit Chimsies ist dann mal besser, weil er auch Grassy Glide mitbringt. Der bringt nochmal einen U-Turn mit. Habe ich noch nicht genug im Team. Der bringt natürlich auch ein bisschen Support mit Leech Seeds, mit dem Taunt natürlich auch. Kann auch knocken. Ja, gerade solche Sachen bringt der auch alles mit. Der passt hier eigentlich auch meiner Meinung nach relativ gut rein. Und war meiner Meinung nach auch einer der besten Picks, die ich hier hätte machen können. Weil, wie gesagt, der passt halt wirklich perfekt in den Kader rein. So, jetzt war ich dann fertig mit umdisponieren. Einen Double Pick. Also die beiden Monster, die jetzt kommen, habe ich eh gleichzeitig gedraftet, aber... Ja. Nehme ich mal die Reihenfolge, wie ich es in den Chat reingeschrieben habe, weil es war ja Slow Draft. Und zwar habe ich zuerst dann Monte Carlo reingeschrieben.
Den hatte ich bisher zweimal in Draft liegen. Das war UET Season 3 und SML Season 6. Das waren ja die beiden Ligen, wo ich ihn hatte. SML natürlich besser gewesen, weil es ein SML-Mon ist. Also muss jetzt nicht groß drüber reden, ob der jetzt im UET oder mit der SML besser war. Mir gefällt das Terrain auch sehr gut. Mir gefällt der Kader bisher allgemein auch sehr gut, weil hier sind viele Water- und Ground-Resistances drin. Oder Immunities tatsächlich auch. Und er fängt eben auch die Fire-Types für sowas wie Chimsticks oder wie Klefki auch ab. Der bringt auch nochmal Hazards mit und einen Spin, der auch nochmal wichtig war. Der bringt allgemein relativ viel Utility auch mit. Tatsächlich, wenn ich mal richtig Bock auf alles habe, kann ich mir auch mal vorstellen, ein Steam Engine Set mit Weakness Policy zu spielen und dann eben Enter und arbeiten. Wenn man dann mal mit plus 2 Tag und plus 2 Schwester Tag rumrennt, kann man da sicher auch mal ein bisschen Spaß mit haben. Der bringt auch mit sowas wie zum Beispiel Burn Up auch ein bisschen was mit, was man mal benutzen kann. Also mal quasi den Fire Type abwerfen, um dann noch Rock Type zu sein und ein bisschen mehr tanken zu können oder auf Mons besser einsehen zu können. Den Buddy Press bringt der auch noch mit, der cool sein kann. Also allgemein gefällt er mir sehr gut hier an der Stelle. Der wird vielleicht nicht so oft mitkommen, aber wenn er mitkommt, kann er auch einen guten Job machen. Und das ist eigentlich das Wichtigste, weil dafür wollte ich ihn ja im Team haben. So, jetzt war insgesamt das Ding. Ich wollte einen Fire-Type und einen Rock-Type, habe ich jetzt beide. Ich wollte einen Grass-Type, habe ich mit Chimsticks. Ich wollte einen Fighting, wenn möglich Normal und Ghost, die waren jetzt auch nicht so wichtig. Einen Dragon, einen Ground und einen Ice-Type. Das wäre jetzt, ich glaube, 8 Typings für 3 Mons. Man kann sich so vorstellen, dass ich nicht alle davon bekommen habe. Schlussendlich habe ich dann Normal Ghost außen vor gelassen. Gefällt mir selbst nicht gut, muss ich sagen. Aber ich würde sagen, dass ich gegen beides okay gewappnet bin, gegen Normal Spam und gegen Ghost Spam. Also es hätte schlimmer sein können. Also wenn ich jetzt. Mir wäre es unangenehmer gewesen, wenn ich hier ohne Fire-Type rumgerannt wäre. Also. So, dann mein 2-Tier-4 ist eben jener Ice-Type und es ist Frostmoth geworden. Der passt speedmäßig nochmal ganz gut rein, weil der eben diesen 60er Speed hat. Bisher war alles so hier ein bisschen zwischen 80 und 30 in den unteren Speed-Tiers. Deswegen kommt der Schicht nochmal ein bisschen mit rein, kann noch ein bisschen eine Lücke ausfüllen. Der hat einen tatsächlich ganz lustigen Move-Pool, also kann man mal Quiver-Dancen. Der hat tatsächlich auch noch einen D-Fork, hat auch U-Turn. Hat auch Tailwind, der mal praktisch sein kann, hat mit Stun-Spore auch ein bisschen Parachance und sowas. Der kann natürlich, glaube ich, ganz cool sein fürs Team. Und deswegen war hier so meine Choice, um hier das Team nochmal aufzubessern. Ich habe auch so meinen Ice-Spam, den ich immer noch ganz gern habe, weil Ice halt einer der besten offensiven Typen ist. Ja. Also wirklich, ich hatte schon oft genug Ligen, in denen ich Probleme hatte, weil ich einen Ice-Spam hatte. Das war UET letzte Season, war das beste Beispiel. Da würde ich so oft immer einen Ice-Move spielen gegen generische Teams, aber hatte einfach keinen dabei. Jetzt habe ich einen mit guten Spitz-Tech-Base, mit interessanten Move-Pool und ich glaube, der passt hier ganz gut rein. Jetzt kommen wir zu meinen letzten Mons. Und das sind ein Psychic Fighting und ein Dragon Ground Mon. Kann ich schon mal vorwegnehmen. Also logischerweise sind es dann Meditalis und Zygarde. Hey. Also, wir haben im Tier 4 Galagladi. Der war mein vorletzter Pick dann. Ich wollte ja wie gesagt ein Fighting haben. Jetzt habe ich noch einen dritten Psychic dazu. Ist ein bisschen blöd, vor allem wegen der fehlenden Ghost Immunity, dadurch, dass ich eben kein Normal Type habe. Aber der ergänzt sich sonst relativ gut. Ich habe nochmal ein Fighting mit einem riesen Move Pool, was Fightings allgemein eigentlich gerne haben. Also im Elementar Punches, wir haben Kampf Moves, wir haben Psycho Moves, wir haben Dark Moves, wir haben einen Shadow Sneak, wir haben den EQ, einen Leaf Blade, Rock Slide. In alle Richtungen kann der irgendwie arbeiten. Das heißt, ich habe noch vorhin gesagt, dass er Triple Axel kann, was ich eigentlich ganz cool, was ich eigentlich ganz lustig finde. Tisch kann auch Wish Support machen. Der kann natürlich auch Core Mindsets mit Air Slash und sowas fahren. Ist alles ein bisschen komisch, spielerweise eigentlich auch nicht, aber wenn man mal will, kann man sich überlegen.
Ja, sonst, ja, der passt ja halt nochmal gut rein, der bringt nochmal ein bisschen Damage mit, nochmal ein bisschen Physical. Wir haben ja bisher hier die offensiven Monster sind bisher eher speziell gewesen, also gerade so Slambrim, Raikou, Forsmoth haben wir noch Garados und Yveltal, haben wir noch Garados, der mainly speziell, mainly physisch ist, als einziges bisher gehabt. Yveltal ist ja eher mixed. Und Chimpsix, ich weiß nicht, ob man jetzt auch als offensives Mon sehen will. Von dem her geil, gleich auch mal eine physisch-offensive Lösung. Aber das letzte Mal ist auch mal eine physisch-offensive Lösung. Wir haben da Garchomp stehen. Und der ist cool. Der ist sehr, sehr cool. Wie wir alle wissen. Also, spätestens wenn einmal Pokémon Platin gegen Cynthia zocken musste, weiß, das Ding ist eine Gewalt. Und auch im CP natürlich ist es eine Gewalt. Der kann auch so viel. Der hat einen richtig geilen Movepool. Gute Utility mit Rocks, mit Dragon Tail auch. Man kann ihn auch mal physisch speziell defensiv spielen. Auch voll spezielle Sets sind mit dem möglich, auch wenn man es eigentlich nicht machen sollte. Aber wenn es sein muss, geht's auch. Hat SD, hat auch mit Scale Shop eine geile Alternative. Der ist einfach cool und man kann ihn nicht mögen. Ja, das war 26 Minuten. Meine Teamvorstellung ist soweit durch. Falls ihr Fragen zum Kader habt, falls ihr Kommentare zum Kader habt, falls ihr sagt, jo, gefällt mir gut, gefällt mir nicht so gut, unten rein in die Kommentare. Auf, also allgemein, falls Fragen zu dem Kader irgendwie bestehen oder sowas in die Richtung. Ich freue mich auf die Season. Schaut bei den anderen Kadervorstellungen rein, die auch kommen werden. Ich weiß nicht, wann die kommen. Ich weiß nicht, ob es irgendwie einen Uploadplan für die Kadervorstellungen gibt. Für die Kämpfe gibt es auf jeden Fall wieder einen, so wie immer. Teammates immer samstags, wenn ich welche mache. Wie vorhin schon gesagt, vielleicht werden nicht immer welche kommen, aber wenn ich welche mache, immer samstags. Und die Kämpfe immer sonntags. Die Zeit solltet ihr auch in einem Dokument dann finden, was ich auch unten mal wahrscheinlich verlinkt habe. Ja, also wie gesagt, schaut bei den anderen rein, die werden auch alle unten verlinkt sein, tippe ich mal. Und ich wünsche euch viel Spaß mit der Season. Viel Spaß jetzt heute noch, am restlichen Tag, kein Plan, was ihr noch so vorhabt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und Cheerio, ciao, ciao.